Das ist ja viel mehr, als ich brauche. Ja, kurz am Anfang. Wir haben das Ding übrigens nie Trojaner genannt. Und die CDU in Brandenburg hat das Thema dann auch eingebracht. Die findet die 26 Fragen anscheinend auch ganz gut und stellt sie dann einfach. Und Sharing is Caring, schön, dass wir endlich mal in der Lage sind, politische Inhalte gemeinsam zu nutzen. So, aber es ist ganz interessant. Wir haben ungefähr 300.000 Schüler in der Schülerdatenbank, wurde vorhin gesagt. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben über 800.000 Lehrer in Deutschland, circa 800.000. Wir wollen auf 1% der Systeme diese Software installieren. Das ist durchaus mal ein interessanter Aspekt. Das heißt, wir haben ungefähr 1.500 bis 3.000 PCs, wo eine Software drauf ist zum Ausforschen von Netzwerken, an denen Schüler sitzen, deren IT-Kompetenz höher ist als ihre Lehrer. Das heißt, wir geben ungefähr 1.500 Schülern ein echt wertvolles Werkzeug in die Hand. Ich glaube nicht, dass sie den Source-Code jemals sehen werden. Es wird wahrscheinlich ungefähr die Qualität eines Staatstrojaners haben. Das heißt, wir werden da ungefähr 14 Tage brauchen, um herauszufinden, wie man das Ding fernsteuert. Damit haben dann ungefähr 300.000 Schüler in Berlin Zugriff auf die PCs ihrer Lehrer. Sehr interessantes Konzept. Da kommt das Thema Vorsorge des Dienstherren gleich wieder ran, weil ich glaube, der kann da gar nicht vorsorgen. Zumindest nicht, wenn diese Software auf den Systemen ihrer Lehrer installiert ist. Ich persönlich hätte es als Schüler gut gefunden, wenn ich nicht nur in der Lage wäre, meinen Lehrern im Netzwerk in die Irre zu führen, sondern auch gleich Zugriff auf die Arbeiten und Zeugnisse zu haben. Da hätten wir uns eine Menge Wetten sparen können. Okay. Das heißt, wir haben da einen Trojaner. Und zwar tatsächlich einen Trojaner und nicht ein trojanisches Pferd, weil diese Software ist das Pferd, was den Trojaner dann darstellen wird. Und der Schüler wird dieses Pferd dann nutzen, um den Rechner der Lehrer zu nutzen. Das heißt, sie werden das einfach nicht stattfinden lassen. Sie können es gar nicht stattfinden lassen, weil das politische Desaster, auf das sie sich dazu bewegen, wird ihnen so derartig die Köpfe und Hälse brechen, dass sie sich darauf gar nicht einlassen können. Aber natürlich, wir können das gerne alles mal ausprobieren. Wir verteilen Überwachungssoftware an Tausende von Schülern und gucken, was diese Schüler da Kreatives mitmachen. Be my guest, wir werden eine Menge Spaß dabei haben. Danke.